Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich herzlich zu dem lang ersehnten Info wieder begrüßen, wie es jetzt mit dem Kanal weitergeht. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich werde jetzt einfach frei Schnauze reden, wie mein Plan ist. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ab morgen gibt es wieder Gaming-Videos. Eigentlich hätte das schon heute anfangen sollen. Dieses Info-Video hätte gestern kommen sollen. Hätte eigentlich auch aus dem Wald sein sollen. Aber da ich am Wochenende sehr, sehr viel unterwegs war, auf einem Oma-Furry-Stammtisch und Digimon im Kino und, hatte ich leider nicht, konnte ich jetzt nicht alles so vorbereiten, wie ich wollte. Daher kommt heute erst das Info-Video, nicht im Wald, und morgen geht's mit Gaming-Videos los. So, wie werden wir weitermachen? Wir haben aktuell noch 4 Projekte auf dem Kanal. Digimon Story Cyber Sleuth, South Park, Okami und The Impatient. Super Mario Galaxy, das war nochmal mit Benny, werde ich auf privat stellen. Warum, erzähle ich euch gleich. Wir haben uns nicht gestritten, ich erzähle euch gleich. Die 4 Projekte werden wir jetzt alle nach und nach beenden. Es werden jeden Tag 2 Folgen kommen. Es ist bunt gemischt. Also Impatient wird vermutlich meistens immer eher im Abendslot um 18 Uhr kommen. Okami vermutlich meistens eher morgens um 2 Uhr, und South Park oder Digimon kann man 2 oder 6 bringen. Je nachdem, worauf ich gerade mehr Lust habe, wo gerade eine spannendere Folge ist, wo ich gerade mehr vorproduziert habe. Das ist random, aber auf jeden Fall sind die Slots wieder 14, 18 Uhr und hat jeweils ein Video, entweder eins von den 4 möglichen. So, wir werden dann nach und nach diese 4 abarbeiten. Ich denke mal, wir werden zuerst mit Impatient fertig, dann mit South Park, dann mit Okami und dann mit Digimon. Ist aber nur eine Schätzung. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber das werden wir dann sehen. Und sobald wir mit allen Projekten fertig sind, ist dieser Kanal tot. Nein, Spaß. Sobald wir mit all diesen Projekten fertig sind, wird Gaming hauptsächlich auf Twitch rüber wechseln, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir live viel, viel mehr Spaß macht, irgendwas zu tun, als nur ein Video hochzuladen, dann vielleicht, wenn ich Glück habe, einen Kommentar zu bekommen, was dann auch noch mal ein Hate-Kommentar ist, das sage ich dem letzten erstmal. Ganz toll. Deshalb werden wir Gaming komplett auf Twitch verlegen, weil viele haben sich ja auch schon voll auf die Streams gefreut, deshalb werden wir das in Zukunft komplett auf Twitch machen. Aber dieser Kanal wird trotzdem nicht sterben. Ich möchte versuchen, dann, sobald wir hier die Let's Plays fertig haben, was, keine Ahnung, Mitte, Ende April geschätzt, vermutlich eher Mitte April sein wird, möchte ich hier auf dem Kanal trotzdem noch was machen, und zwar möchte ich jeden Samstag ein Video machen, und dieses Video kann 3 Kategorien beinhalten. Gaming, das wird dann vermutlich sehr viel VR sein, ich habe noch so ein paar VR-Spiele oder Experiences, die ich mir angucken will, Cards Against Humanity oder vielleicht mal eine Review oder ein Faktenvideo, vielleicht auch mal was ganz anderes. Auf jeden Fall im Bereich Gaming. Dann Musik. Ich habe noch mega viele Sachen, die ich in Richtung Musik machen will. Sei es singen oder Klarinette spielen oder sonst was. Da möchte ich auch noch ein paar Sachen machen. Die Kategorie oder die 3. Kategorie, die jetzt in letzter Zeit schon wieder sehr oft gekommen ist, Furry. Ich war jetzt ja auch vorletztes Wochenende auf dem Heilbronner Fursuit Walk. Da werde ich diesen Dienstag und Mittwoch das Video schneiden. Eventuell wird es sogar diese Woche noch fertig und kommt dann diesen Samstag. Und ich gehe ja auch auf die East und mache dann vielleicht auch mal so einfach ein Video, ein Infovideo über Furries. Ein Q&A möchte ich auf jeden Fall machen. Das wird das erste besondere Video, sobald alles fertig ist. Ein Q&A, da habe ich mega Bock drauf. Und das wird dann jeden Samstag ein Video auf Sudo geben. Wie gesagt, hat keine Let's Plays mehr. Let's Plays werden wir komplett auf Twitch verschieben. Und auf Sudo kommt dann halt Furry, Gaming oder Musik-related Content. Die 3 Themen wird es dann auf diesem Kanal geben, und auf Twitch gibt es dann quasi Let's Plays. Und jetzt zu diesem Thema One-on-One mit Benny. Das werden wir dann auch im Stream verlagern, weil wir jetzt halt da erst, keine Ahnung, wie viele Folgen haben wir da bis jetzt? 5? Da wir also einfach echt noch nicht viele Folgen haben, haben wir gesagt, wir verschieben das komplett auf den Stream. Ich mache jetzt die dann auf privat. Dann passt das. Ich werde die aber natürlich auch erst auf privat machen, sobald wir den Stream anfangen. Das heißt, solange hier noch nicht alle Projekte fertig sind, solange wir den Stream noch nicht angefangen haben, könnt ihr euch die ersten 6 Folgen noch angucken. Ja, arg viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich wollte es auch eh nicht so lang halten, weil wir haben jetzt schon 9:45. Ich möchte das Video noch kurz mal in Renderer packen, Musik drunter hochladen, Thumbnail, damit ich mich hinlegen. Weil den Rest meines Wochenendes möchte ich gemütlich ausklingen lassen. Zum Thema Videos und so. Ich habe jetzt tatsächlich schon einiges vorproduziert. Es sieht leider nach mehr aus, als es ist. Ich muss nur kurz bitte noch mal machen. Geht das? Ah ja, sehr schön. Habe ich schon vorproduziert hier unten. Ich habe sogar noch 2 ganz, ganz alte Folgen Digimon, die irgendwo hier unten sind. Wo sind denn die? Ich habe noch mega, mega alte Digimon-Folgen. Einfach, das ist richtig hart, GG, so. Moment.
Da unten sind noch zwei voll alte Digimon-Folgen vom Januar einfach. Die kommen dann zuerst. Deshalb, die sind vielleicht auch ein bisschen komisch, weil ich die halt im Januar noch aufgenommen habe. Und dann hier habe ich 4 Folgen South Park, 3 Folgen Digimon, 4 Folgen Okami, 4 Folgen Impatient. Das ist dann so das, was diese Woche kommen wird und so ein bisschen in die nächste Woche rein. Und ja, wie gesagt, ich möchte gucken jeden Tag 2 Videos und halt Samstag jetzt auf jeden Fall nächsten, spätestens übernächsten Samstag, das Furry-Video vom Heilbronner Fursuit Walk. Und weiß nicht, ob ich dann ab und an auch schon so ein Samstagsvideo mache, gerade wie ich möchte mir auf jeden Fall diese Stranger Things Experience auf PlayStation VR angucken, ob die dann auch noch kommt, aber sowas wird dann auf jeden Fall in Zukunft dann nur samstags kommen, sobald die Let's Plays abgeschlossen sind. Ja, das war's eigentlich, arg viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Nochmal kurz zusammengefasst, wir machen jetzt die 4 Projekte Digimon, South Park, Okami und Impatient alle fertig. Sobald die fertig sind, wird Gaming und Let's Play-mäßig komplett auf Twitch verlagert. Und auf Sudo kommt jeden Samstag um 16 Uhr. Oder ich werde es versuchen, jeden Samstag zu schaffen. Das wird vermutlich nicht funktionieren, aber ich möchte versuchen, jeden Samstag ein Video zu bringen zum Thema Furry, Gaming oder Musik. So. Ich würde sagen, wir sind fertig. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Ich werde sie dementsprechend beantworten. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich auf Zukunft und auf Twitch und auf Jeeps und auf Furry und bli bla bla. Ja. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Infovideo gefallen hat, ist auf jeden Fall ein Video, dass ihr hier für einen Daumen nach oben da lasst. Kommentare, andere Sachen, Kommentare schreiben, genau, andere Sachen in der Endcard, aktuelle Projekte, Social Media Links in der Beschreibung. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen bei den Projekten wieder. Ich weiß noch nicht, was kommt, das werdet ihr dann sehen. Und ja, was gibt es denn da noch zu sagen, außer tschüss, silly.